als auf mich zugekommen wurde mit dem Thema Zeit und Musik und Literatur, war ich direkt so, wow, geil. Und dann fängt man an nachzudenken und ist so, okay, über was sprechen wir jetzt? Sprechen wir jetzt über die Unterschiede oder über die Gemeinsamkeiten in der Musik und in der Literatur, was Zeit angeht? Ja, Zeit ist ein bisschen schwierig irgendwie. Also wir haben zwei sehr verschiedene Zugänge zur Zeit. Die Musik hat einen unmittelbaren Zugang zur Zeit durch die Taktung, durch den Rhythmus etc. Das hat die Literatur eher nicht. Verallgemeinernd würde ich sagen, dass Zeit für mich wirklich doch allgegenwärtig ist und was man nicht wirklich fassen kann, was man nicht unter Kontrolle hat. Was werden jetzt die Musiker machen? Wie sehen die die Welt oder wie können wir uns irgendwie begegnen in dem, was uns an Sprache zur Verfügung steht? Da war die Unsicherheit doch spürbar. Es gibt nicht richtig Berührungsängste, aber vielleicht eine gewisse Unsicherheit, die sich aber dann als völlig unbegründet herausgestellt hat. Wir nähern uns eben irgendwo von den Rändern unserer Kunstgattungen her einer Mitte und diskutieren da ganz stark drüber, entwickeln dann ein Programm, das im entferntesten oder im nächsten Sinn etwas mit dem Thema Zeit zu tun hat. Wir wollten wirklich einen Raum schaffen, in dem Zeit keine Rolle spielt und trotzdem das Hauptthema des Abends ist. Jeder schreibt einen Satz hin, den er sich jetzt ausdenken kann. Danach gibt er das Blatt weiter. Nachdem man fertig ist, knickt man das um, dass nur noch der eigene Satz sichtbar ist. Okay? Und dann haben wir am Ende, hat jeder wieder sein eigenes Blatt und dann hat man eine kleine Geschichte. Vielleicht eine Geschichte. Dadurch kam natürlich nach 7, 8 oder 9 Leuten teilweise sehr abstruse Sachen raus, aber auch irgendwie ganz, ganz spannende Gedankeneinwürfe, weil es natürlich super sprunghaft alles war. Yesterday I saw a big watermelon. I just had to buy it. I ignored completely that there was no need for it. Just the wish to have it because I liked it. Then, without knowing why, I did something completely different. I danced in the rain and my neighbor shouted, "Was machst du denn?" What should I answer? I don't speak German. Es war super spannend zu sehen und zu hören bei den Texten, wie eigentlich zeitgenössische Literatur überhaupt heutzutage geschrieben wird, wie vielfältig es ist, weil es doch ganz unterschiedliche Schreibstile sind, ganz unterschiedliche Inhalte und Herangehensweisen. Also ich bin eher so der Erzähler, der sich immer so überlegt, wie ist es mit den drei Aggregatzuständen der Zeit, also der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft und wie hängen sie zusammen, wie gehen sie ineinander über. Und da gibt es dann die Manon, die ganz anders darauf zugeht. Also da geht es mehr um Brüche, um Risse in der Zeit, um Verwerfungen.
nicht so sehr um das ineinander übergehen. In dieser kleinen Speed-Dating-Übung ist mir doch die Frage in Erinnerung geblieben, wie man Zeit empfindet. Und da hat wirklich also jeder Autor und jede Autorin, mit der ich gesprochen habe, fast das Gleiche geantwortet, wie was ich empfinde. Man geht in einen anderen Raum, wenn man übt, wo die Zeit keine Rolle spielt oder wenn man schreibt. Da läuft die Zeit ganz anders. Da dauert die gefühlte Zeit viel länger. Wenn dann aber der Bühnenmoment kommt und eine ganz andere Wahrnehmung plötzlich da ist, kommt man zurück, Zeit spielt wieder eine Rolle. Und ich finde es ganz toll, wie wir da unsere, nicht nur unsere Kräfte, sondern auch einfach unsere Gedanken vereint haben. Für mich das Interessante daran war, festzustellen, dass sowohl bei den Schreibenden als auch bei den MusikerInnen dass Zuhören so eine tiefe Qualität ist und dass wir uns da sehr gut überschneiden. Was wir dann irgendwann herausgearbeitet haben, dass in der Kunst, und das gilt jetzt für die Literatur und die Musik irgendwie gleich, quasi die Zeit eingepackt wird. Also nicht mehr die Zeit ist außen, sondern die Zeit ist innen und wird bearbeitet. Und das sehr unterschiedlich und doch gleich. Als Romanautor beschäftigt man sich hauptsächlich mit der Vergangenheit. Und da merkt man eben, dass sich die Vergangenheit verändert. Also sie ist nichts Starres, das irgendwo abgelegt ist, sondern sie wirkt natürlich in der Gegenwart hinein und die Gegenwart wiederum in die Vergangenheit. Und das ist das Faszinierende eben, dass die Erinnerung, also wenn man sie aufschreibt, dass sie sich auch so stark verändert. Von Karl Amadeus Hartmann, der sein eigenes Werk immer wieder zugunsten der Musica Viva zurückgestellt hat, hören Sie nun ein Stück aus seiner 6. Symphonie. Dazu Bilder aus dem neuen München. Das Geschichtsbild verändert sich ja natürlich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte und der eigene Blick auf die eigene Biografie verändert sich auch. Ja. Und dadurch auch die Art, wie erzählt wird und was erzählt wird. Ich denke, jetzt ist eine Minute vorbei. Vielleicht ist das Interessante, was jetzt uns begegnet ist, herauszufinden, was die Musik ist in der Literatur, was das Erzählen ist in der Musik und was nichts von beidem ist.